Das ist ja eine Filmrolle. Ja, ja, kein Zweifel. Die hat der Traumvorführer verloren. Hat den Koffer sicher nicht richtig zugemacht. Typisch bei seiner Schüsseligkeit. Naja, dann wollen wir mal. Was haben wir denn heute eigentlich für einen Tag? Dienstag. Ja, Dienstag, den 23. Da muss ich ja zum Zahnarzt. Naja, dann auf ins Bad, Herr Professor. Heute haben wir Dienstag, den 23. Da muss ich zu meinem Zahnarzt, der arme kleine Backenzahn. Die wundersame Nachtreise des Professors Knüll hieß dieses Hörspiel von Peter Lustig. Der Erzähler war Klaus Miedl, der Professor Friedrich W. Bauschulte, der Traumvorführer Wilfried Herbst, der Archivar Otto Czarski, die Programmiererin Maria Axt, Ton Susanne Schenk und Günter Seibert, Regie Ulrich Herzog.